Die Frage ist, wie normalisiert man Daten in Talent? Aber genauer gesagt werden wir hier oben mit der T-Normalize normalisieren und dann hier unten auch den umgekehrten Weg zurück sozusagen nochmal gehen mit der D-Normalize-Sorted-Row-Komponente. Schauen wir uns das aber, wie gesagt, wie immer praktisch an. Zunächst mal, welche Datei verwenden wir? In diesem Beispiel verwenden wir von dem, was ich dir mitliefere, die labels.txt. Die schaut so hier aus, da stehen verschiedene Einträge drinnen, zum Beispiel hier Java. Man sieht schon, manche Sachen stehen mehrmals drinnen. Und das möchte ich zunächst erstmal schön normalisieren, dass ich dann noch einen Datensatz in einer Zeile stehen habe. Ich möchte in dem Normalisierungsschritt auch gleich Duplikate entfernen. Ich möchte in dem Normalisierungsschritt auch gleich leere Werte entfernen und ich möchte in dem Normalisierungsschritt auch gleich hier so vorne und hinten dran Leerzeichen entfernen. Gut, also gehen wir mal zu Talent und schauen uns diesen Job an. Also hier habe ich zunächst definiert, natürlich, wo liegt in die Datei. Sie hat keinen Header und kein Limit und hat in diesen Field Separator. Ja, weil ich möchte jetzt dann, oder ich habe den Standard Field Separator gelassen, weil ich möchte das mit dem Komma dann trennen in der Normalize-Komponente. Heißt also mit anderen Worten, ich habe auch im Schema nur eine Spalte, die heißt Labels. Und das geben wir auf der Konsole aus. Sagen wir mal Folgendes, um das Schritt für Schritt anzuschauen. Diesen Subtrip hier unten deaktivieren und hier oben deaktiviere ich mal Datei. Dann sehen wir erstmal den Dateiinhalt im Talent auf der Konsole. Ja, da siehst du das, was hier rauskommt. Gut, dann bin ich weitergegangen mit der Normalize-Komponente. Wie gesagt, ganz normal über ein Row Main verbunden. Und hier muss ich natürlich zunächst festlegen, welche Spalte ich normalisieren möchte. Das ist die Spalte Labels. Es gibt ja nur diese Spalte. Und der Item Separator, haben wir hier schon gesehen, ist das Komma. Soweit, so gut. Das Schema bleibt auch für den Output gleich. Es werden dann eben nur mehr Datensätze. Was ich hier gleich noch gemacht habe, sind die Advanced Settings. Wie ich eingangs schon sagte, also wir entfernen hier Duplikate im Output. Wir nehmen leere Strings raus und wir trimmen die Ergebnisse. Also wir machen vorne dran und hinten dran die Spaces weg. Und dann zeigen wir das auf der Konsole an im Table-Modus und schreiben das in den Speicher, weil wir das nachher unten gleich weiterverwenden. Lassen wir das Ganze mal laufen. Und jetzt siehst du hier schon, da kommen 12 rein und nach der Normalisierung sind es 16 Stück. Aber das sind jetzt eben zum Beispiel die leeren, die entfernt, die Duplikate und auch die Spaces. Also wenn wir jetzt schauen, ich habe vorhin mehrmals da Java gesehen, ist jetzt hier nur noch einmal dabei. Und so ist es auch gewünscht. Ja, und das hier übergeben wir an den Speicher. Und den Speicher lesen wir wieder hier unten. Jetzt aktiviere ich den nächsten Subjob. Einfach indem wir hier das gleiche Schema definieren, also das Schema von hier oben kopieren. Gehe dann hin, sortiere das. Es gibt ja nur diese eine Spalte. Sortiere sie alphabetisch aufsteigend, um dann die Normalize Sorted Row verwenden zu können. Ich könnte auch Denormalize verwenden, also ohne sie zu sortieren. Ich möchte sie aber hier einfach in sortierter Form haben. Kann also auch in die Komponente verwenden, mit der ich Denormalisierung für sortierte Werte vornehmen kann. Der einzige Unterschied ist hier, ich brauche dann eben den Input Rows Count und den bekomme ich hier. Ich lösche ihn mal raus. In meinem Fall aus einer der vorhergehenden Komponenten, und zwar hier, man sieht, ich habe es genommen von Buffer Input, also von dieser Komponente hier vorne, die im gleichen Subjob liegt. Und jetzt, wenn du nicht mehr weißt, wie du da rankommst, hier kannst du einfach dir den Bereich Outline anzeigen. Links unter dem Repository wird dir normalerweise angezeigt und im Buffer Input gibt es hier die Variable NB Line.
Und im Fall von diesem Feld hier kannst du das, glaube ich, einfach reinziehen, genau. Und dann wird es in das entsprechende Codefragment verwandelt. Du könntest aber auch hingehen und hier schreiben, Thema VI und dann NBLine einfach Return drücken. Nachdem du das mit Control Space in die Liste geöffnet hast und dann die richtige auswählst. Gut, und jetzt machen wir das Ganze sozusagen zurück. Also wir nehmen die Labels wieder, fügen dann Delimiter ein und könnten auch hier nochmal sagen Merge Same Value und geben das Ergebnis dann auf der Konsole aus. Lassen wir den Gesamtjob nochmal laufen. Machen wir das Outline klein und hier die Konsole jetzt groß. Dann sehen wir oben den Original-Input, dann die normalisierten Werte, aber eben ohne Sortierung. Die normalisierten Werte ohne Sortierung und hier unten jetzt nochmal die denormalisierten Werte. Also alles wieder in einer Zeile, aber eben jetzt dann sortiert. Das heißt, wir haben jetzt das, was wir hier oben haben, im Endeffekt in neu geschaffen, aber in einer bereinigten, ordentlichen Form. Und so einfach ist es, wie du ein Talent normalisieren und denormalisieren kannst.